Hobby. Ja. Hobby. Unser erster FC Jungbund ist kein Hobby. Das ist eine Aufgabe, die man nicht aufgibt. Also sei mir nicht böse, aber in Geldsachen hört bei mir die Freundschaft auf. Ja. Das sagst du mir. Das sage ich dir. Der du mir 15 Jahre lang die Haare schneiden durftest, was? Du bist ein widerlicher Widerling, ein Bäh, so, bist jetzt du. Jetzt sage ich dir etwas. Da ist der Ausgang. Ja, den kenne ich, aber eins kenne ich nicht mehr, dich. So, jawohl. Dann kriegt dir auch noch der Föhn um die Ohren. Mach hier nicht so einen Wind, ja? Raus! Fass raus! Mich an, fass mich nicht an hier! Nein! Das ist ja haarsträubend. An dir ist alles falsch, auf die Haare. Bleiben Sie doch, Herr Mohr. Da sagt man immer, die Jugend von heute hat keine Moral. Wer hat denn den Gruppensex erfunden, hä? Was gucken Sie mich so an? Ich nicht, leider. Wir sind vielleicht moralischer als Ihr alten Kacker. Von wem ist denn dann dieses arme Kind? Vom Schwiegerpapa. Was? Was, von mir? Das müsst ihr doch wissen. Vom Schwiegerpapa habe ich erfahren, dass... Von mir erfährt niemand was. Ich bin so verschwiegen, dass selbst ich nicht weiß, was ich weiß. Wer A sagt, muss auch B sagen können, nicht wahr? Ja, ne? Sag auch mal was. Sag mal was. Gut. Ja, das genügt, ja. Sonst noch jemand? Du liebe Zeit, seid ihr aber schüchtern. Ich dachte immer, die deutsche Jugend sei so sexy. Von mir braucht ihr euch nicht zu genieren. Umarmt euch ruhig, Kinderlein. Los, los. Umarmt euch, solange es noch geht. Wenn ihr erst die Gicht habt, kriegt ihr die Arme sowieso nicht mehr hoch. So teuer? Oh, Spatzi. Man heiratet doch nur einmal im Leben. Naja, das weiß man nie. Ah. Ihr Nulpen, da ist das Tor! Aber wenn hier das Tor wäre, dann wäre es jetzt ein Tor. Da hat doch eben ein Baby geschrien. Ja? Ich höre nichts. Ach so, ja, das ist hier eine fruchtbare Gegend. Hier gibt es Babys noch und noch. Babys und Bernhardina. Nein, 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 das war hier im Haus. Ja? Nein, das war im Nachbarhaus. Die haben Fünflinge und Vierlinge und Pfifferlinge und das haben die wohnen da so vor sich hin. Lass mir doch alles eben kleine gesagt. Kinder. Skandalös! Ruhe! Ruhe, jetzt rede ich! Ach, du hast überhaupt nichts zu sagen. Und ob ich habe, wie gesagt, ich habe sogar sehr viel zu sagen. Die Stunde der Götterdämmerung ist gekommen! Verstehe immer Koteletts! Wenn ich deine Koteletts meinem Hund vorwerfe, dann beißt er mich. So, und wenn ich meine Frau von dir frisieren lasse, muss ich sie vorher von Willi fotografieren lassen, damit ich sie nachher wiedererkenne. Haha, da kann ich ja nur lachen. Auf den Bildern von Willi erkennt sich sowieso kein Mensch. Oh, jetzt musst du zahlen. Bis an dein Lebensende. Ich verlange eine Leib- und teilweise sogar eine Fußrente. Aber Willi, das ist mir alles fürchterlich peinlich. Kann man sich da nicht vielleicht doch gütlich einigen? Natürlich. Mein Knöchel kostet dich monatlich also 3000 Mark, inklusive Tagegeld, Invalidenrente, laut Knöchelverzeichnis. Aber, liebe Sportfreunde, streiten wir doch nicht um irgendein Bart. Fest steht doch nur, wenn wir in 15.000 Tagen die 14 Mark nicht zusammenkriegen. Aber was erzählst du? In 14 Tagen die 15.000 Mark nicht zusammenkriegen, dann können wir die Luft aus unserem Fußball rauslassen und einen Tischtennisverein gründen. Aber wir werden kämpfen per Aspirin ad Asthma und wir werden Erfolg haben. Der Herr Kapellmeister, der wollte ja nur... Ja, wollte sich wohl ein Netzhemdchen für die Welt im Sonnenschein fotografieren lassen. Ja, just wohl, das wollte er wohl. Schweigen Sie! Man muss ihn gern haben. Ja, man muss. Ob man will oder nicht, man muss, man kann gar nicht anders. Er hat so etwas Sonniges. Ja? Ja, oh, ja. Aber ich vertrage nicht so viel Sonne. Ich hab dir gleich gesagt, das ist eine Schnapsidee von dir. Aber Herr Kuck, Sie haben doch gesagt, ich darf... Fiezen Sie mich nicht! Rauf runter, Beethoven hat schon gewusst, warum er nicht geheiratet hat. Und jetzt bleibst du so lange drin, bis die Kohlen keimen. Und wenn du dich muckst, dann verkaufe ich dich an den Real Madrid. Und dann bist du ganz schön weit weg von deiner Betty. Aber Chef, Sie können doch nicht! Doch, ich kann. Und du mich auch. Aufgebracht! Ja, und mein Geld? Sei nicht aufgebracht hier, ich habe... Ach du, mit deinen lächerlichen 600, hätten wir ja nicht mal einen Gegner vernünftig bestechen können. Ja. Wie machst du es eigentlich, dass du immer so voll bist? Ich trinke nie im Dienst. So, ich bin ja nicht lebensmüde, nicht? Ich habe keine Lust, mein ganzes Leben lang als Schlossgespenst da oben rumzuspucken. Dann ist ja der Wirsing gar keine Plaudertasche. Dann ist ja alles OK. Aber ich bin K.O. Du hast doch bei der Scheidungsklage Wirsing gegen Wirsing als Zeuge geladen. Ja, und wie ich geladen war, als ich die Vorladung bekam. Ich bin ja auch gar nicht Zeugen gegangen. Das heißt, du wolltest nicht gehen, aber du musstest. Ich musste, ja. Der Mensch muss müssen, wenn er glaubt, gehabt worden zu sein, nicht? Wo ist der Scheck? Er ist weg, der Scheck. Oh, Schreck. Vielleicht steht über den Scheck was im Brief. In welchem Brief? Willi, was schreibt sie denn? Weiß ich doch nicht, Mensch. Willi, da gibt's nur eine Möglichkeit. Ja. Den Brief lesen. Welche?